Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, wir schminken heute was zusammen, aber mal nicht in ich lasse alles schnell durchlaufen, sondern wir quatschen ein bisschen miteinander. Ja, ich habe hier einen fetten Pickel. Wir werden versuchen, den abzudecken. Mal gucken, ob mir das gelingen wird. Das ist die Spülmaschine. Wir beginnen als allererstes mit dem Skin Perfection Serum. Ich sehe gerade, wie leer das schon ist. Wie lange habe ich das? Ich habe das höchstens 2 Wochen. Also das ist irgendwie... Vielleicht nehme ich zu viel davon, aber es ist schon krass, oder? Davon gibt es auch eine Creme, die habe ich neulich gesehen. Die soll den Hautton so ein bisschen ausgleichen. Die hat da so kleine Farbpigmente drin. Ich weiß nicht, das sieht eben auch erst weiß aus. Und wenn es auf die Haut macht, wird das ein bisschen farbig. Da hatte ich mir überlegt zu kaufen, aber wenn ich das jetzt hier sehe, mal gucken. Wir werden heute die Urban Decay Weiß 4 Palette verwenden. Das ist dieses gute Stück. Oh, ich liebe sie. Die sieht so schön aus. Ich zeige euch mal nochmal, wie die von innen aussieht. Und was wir genau verwenden werden, weiß ich noch gar nicht. Als allererstes benutze ich die Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Ich benutze ja normalerweise die Eyeshadow Base von Art Deco, aber die ist jetzt leer, also wirklich ratzeputze leer. Ihr habt das, glaube ich, in dem Video mit Maria gesehen, dass da schon kaum mehr noch was drin war. Ich habe zwar ein Backup, habe aber auch diese hier und ich war mit der irgendwie nie so zufrieden, aber wir geben ihr nochmal eine Chance. Ich glaube, die gab es damals zur Naked 3 dazu oder so. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ja, dann probieren wir das doch einfach nochmal mit dieser aus. Und ich glaube, ich hole euch ein kleines bisschen näher für die Augen. Ich sehe vielleicht fertig aus, Leute. Wenn ich mich da so in der Kamera sehe. So. Teilen wir auf den beiden Augenlidern. Ich habe die schon lange nicht mehr benutzt. Die ist so flüssig. Die von Art Deco, die ist so pastig eher. Das ist irgendwie gerade sehr ungewohnt, die hier zu benutzen. Aber wir verwenden sie ja mit einem Urban Decay Produkt. Vielleicht ist das jetzt gleich der Hammer. Who knows? Werden wir rausfinden. So, das hätten wir geschafft. Normalerweise verwende ich im Moment ja immer zum Verblenden die Naked Palette, weil ich die leer bekommen möchte. Aber ich glaube, wir versuchen das jetzt heute mal nur mit dieser Palette. Darum nehme ich mir als erstes mit einem Blendepinsel, das ist einer von Evelyn, Bitter. Bitter ist diese Farbe hier. Nehme ich mir ein bisschen auf. Ach, die sind so krass pigmentiert, ne? Und das gebe ich mir hier so ein bisschen in die Lidfalte. So, ich werde mir jetzt ein bisschen von Pandemonium nehmen, das ist diese Farbe, und werde in die hintere Hälfte des Lides diese Farbe geben, das ist Harlot. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Also, Pandemonium geben wir uns vorne aufs Lid. Das ist eine Katastrophe. Dann nehmen wir Harlot und geben uns das hinten aufs Lid auf. Wie geht's euch denn so? Mir geht's heute so lala. Ich habe das Gefühl, krank zu werden. Ja, das ist wieder super. So Wochenende krank werden. Das muss doch eigentlich nicht sein, oder? Ansonsten bin ich sehr im Pflanzfieber. Habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich folgt ihr mir nicht alle bei Balkonien Akkaliebe bei Instagram. Da beschäftige ich mich ja nur mit meinen Pflanzen, aber ich bin da wirklich mal wieder vollkommen im Wahn. Es artet immer ein bisschen aus, da muss ich ehrlich sagen. Ja, aber so ist es halt im Frühling, ne? So. Dann nehme ich mir von DaVinci den I4194. Ist das die Nummer des Pinsels? Keine Ahnung. Der sieht auf jeden Fall so aus. Und gehe damit in Underhand. Diese Farbe. Und jetzt muss ich mal gucken, wer da die ganze Zeit schreibt. Weil so kann es ja nicht weitergehen. Also Underhand nehmen wir mit dem DaVinci Pinsel und fangen an, uns das in die Lidfalte damit zu geben. Ich liebe die Palette übrigens. Also die ist wirklich... Ach, die Farben sind halt auch wieder total butterig weich. Und ja,
Ich hatte mir damals auch überlegt, die Spektrum-Palette von Urban Decay auch zu holen, aber ich habe zu lange überlegt und dann gab es die nicht mehr. So, ich nehme noch ein bisschen was vom Beatdown, das ist dieses Lila hier oben. Und gebe das noch dazu. Ich finde auch, dass diese Palette komplett anders ist als die Dreier. Moment, ich habe die hier auch liegen. Ich könnte euch mal eben zeigen. Also das ist die Weiß 3 und das ist die Weiß 4. Also ich finde die schon unterschiedlich. So. Soweit, so gut. Wir nehmen uns jetzt nochmal einen Blendepinsel. Dann nehme ich den von Zoeva. Die Nummer 227. Und nehme Framed. Das ist dieser Ton hier. Und fange an, das hier oben so ein bisschen auszublenden. Und ich habe diesen Pinsel zweimal. Ich habe einen für meine dunklen Farben, einen für die hellen Farben. Und dann nehme ich mir den und gehe nochmal ein bisschen underhand und ein kleines bisschen den Beatdown von vorher. Und gebe mir das nochmal hier so in die Lidfalte, einfach damit wir hier nochmal das mit dem Pinsel schon ein bisschen besser verblenden können. Aber um das auch nochmal ein kleines bisschen zu intensivieren, weil vom Ausblenden mit Framed haben wir da ja schon ein bisschen weggenommen. Das gleich auf der anderen Seite. Soweit, so gut. Und dann nehme ich mir nochmal ein bisschen was von Framed, wie eben, und mache hier die Kanten einfach noch ein bisschen schöner. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie sehr dunkel ist. Soweit, so gut. Wir lassen die Augen jetzt erstmal so. Jetzt nehme ich mir den Nivea Man Sensitive Aftershave Balsam. Da werde ich auch immer wieder gefragt, warum ich den nehme. Ich habe das ja auch von Niki Tutorials übernommen. Und zwar macht ihr die Haut, zum einen versorgt ihr die durch Glycerin mit Feuchtigkeit. Zum anderen macht dieses Glycerin aber auch, dass die Foundation einfach besser hält. Länger hält. Als ich ihn mit Lisa ausprobiert habe, meinte sie, der hat die Haut auch so ein bisschen mattiert. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich glaube, sie hat auch nicht hier so glänzige, fettige Haut wie ich. Ich finde einfach, dass der so eine schöne, ebenmäßige Fläche für das Make-up macht. Also man kann das Make-up danach meiner Meinung nach besser verteilen, aber ich mir auch einbilden, aber ich mag's. Also es riecht eben zuerst sehr nach Mann, aber das verfliegt sehr schnell. Ich habe jetzt von NYX das Born to Glow Liquid Illuminator in der Farbe Gleam und diesen Pinsel von Evelyn und gebe mir hier so ein bisschen was auf. Könnt ihr das sehen? Und dann gebe ich mir das hier so hin, wo ich später auch so ein bisschen Glow haben möchte. Auch hier oben. Einfach so als Basis schon mal. Ja, das war vielleicht ein kleines bisschen viel, aber ach, was soll der Geiz? Könnt ihr das sehen? Den gibt es übrigens auch in noch so einer helleren Farbe, in so einem Rosé. Ja, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr Bock habt. Auch von NYX den Shine Killer. Mit dem bin ich super zufrieden. Den verwende ich für hier oben, für die Stirnpartie, so über den Augenbrauen auch. Kleines bisschen auf der Nase vorne. Also nicht fürs ganze Gesicht, sondern nur für hier oben, so den Part. Und dann habe ich mir vor ein paar Tagen neu gekauft die Dream Samtic Matte Foundation von Maybelline. Feuchtigkeitsspendendes Creme Gel Make-up, sofort mattierter Teint in der Farbe Sun Beige habe ich das genommen. Da gab es auch noch so ein Schwämmchenteil dazu, das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Und davon gebe ich mir jetzt erstmal was auf die Hand. Also das ist sehr pastig,
wenn ihr das sehen könnt. Es ist sehr dick. Wo habe ich jetzt den Deckel hin? Hier. Und dann nehme ich meinen Pinsel, der jetzt leider nicht gewaschen ist, frisch gewaschen ist. Das ist einfach der Evelyn Puderpinsel. Und fange an, das einzuarbeiten. Ja, vielleicht ohne Palette im Bild. Viel Foundation rausgedrückt, fällt mir gerade auf. Ich habe die jetzt, glaube ich, auch erst zweimal getragen. Man muss sich ja da erstmal so ein bisschen einen Überblick verschaffen, ne? Man muss relativ schnell arbeiten mit der, weil die sonst zu fest wird und sich dann nicht mehr richtig verteilen lässt. Ich sehe noch ein bisschen für die Stirn. Aber ich finde, es macht so einen relativ ebenmäßigen Teint, oder? Also, ich mag die eigentlich echt gern. Ist eben wieder, ne, ist nicht so leicht wie diese Wonder Nude von Maybelline, aber ja, ich finde das eigentlich ganz schön. So, das hätten wir auch geschafft. Zwischenzeitlich mache ich mir mal ein bisschen Pflege auf die Lippen. So ein Baby Lips. Ich finde die jetzt nicht sonderlich toll, aber ich habe jetzt nichts anderes da. Und mein Pickel. Gucken, ob man den noch ein bisschen verdecken kann. Ach, es geht, ne? Wenn man es nicht weiß. So, das Make-up haben wir aufgetragen. Ach, ich hasse meine Haare. Ich hasse sie. Als nächstes nehmen wir von The Balm Bahama Mama. Und den benutzen wir ein bisschen zum Konturieren. Ich habe den auch schon gut benutzt, wie man, glaube ich, sehen kann. Ich benutze ihn mittlerweile täglich. Mit einem Pinsel. Mit diesem Pinsel. Der ist von BH Cosmetics. Der ist eben so ein bisschen abgeschrägt. Und ich mag das gerne, da dann so reinzugehen und dann so aufzutragen. Weil dann habt ihr das gleich da, wo es sein soll. Versteht ihr? Und dann fange ich eben an, das so ein bisschen zu verblenden. Und dafür finde ich den eigentlich echt super. Ja. Habe ich erzählt, dass ich mich ein bisschen krank fühle heute? Ich habe auch vorhin geschlafen, 2 Stunden. Aber habe gedacht, komm, es ist Wochenende, machst du noch ein Video? Weil ich bin gerade so im Flow. Ich habe das Gefühl, dass im Moment recht regelmäßig Videos von mir kommen. Und wenn ich jetzt wieder einknicke, dass sich das nicht wieder einschleicht. Und deswegen ein Video von mir. Und wenn man geschminkt ist, fühlt man sich ja irgendwie auch ein bisschen fresher. Ich habe kein Problem damit, ungeschminkt rumzulaufen. Aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. So, ein bisschen an den Schläfen. Ich mache mich so groß. Das ist total unnötig. Bin ich ja gar nicht mein Bild. Bisschen hier unten. Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Ich bin ja am Abnehmen seit September. September, ja. Ich habe im September angefangen und es läuft. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt hier auch schon so aufgefallen ist. Wahrscheinlich eher nicht, weil ihr mich nie ganz seht. Aber ja, es sind mittlerweile 2 Kleidergrößen, über 10 Kilo. Es ist schon ordentlich, würde ich sagen. Ist aber auch kein Zuckerschlecken, weil ich esse keine Kohlenhydrate. Das ist wirklich nicht so leicht, wie man sich das vielleicht auf den ersten Blick denkt. Heißt, keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein Reis, kein Brot, kein Kuchen und kein Zucker. Und kein Zucker ist auch sowas, ja, schwierig, ne? Ich habe jetzt seit letzter Woche, darf ich 2x die Woche 50 Gramm Kohlenhydrate essen. Also ich mache das nicht alleine. Ich habe eine Trainerin, mit der ich eben auch Sport mache, 2x die Woche. Und mit der ich eben auch über Ernährung und so quatsche. Und ich darf jetzt 2x die Woche 50 Gramm Kohlenhydrate essen. Einmal Sonntagabend heute. Und einmal unter der Woche morgens oder mittags. Und ja,
das ist voll das Highlight auf jeden Fall. Ich habe letzte Woche dann zum ersten Mal wieder so richtig Nudeln essen können. Und ja, so gefällt mir das ganz gut. Und heute Abend gibt es Melanzane Parmigiano mit Nudeln. Also so, ich habe das auch, da gibt es auch ein Video, ich kann das mal hier oben verlinken. Ich habe das euch schon mal gedreht. Aubergine mit Tomatensauce, Mozzarella überbacken und Parmesan natürlich. Und dazu Nudeln. Und ach, oh, das ist mein absolutes Lieblingsessen. Darauf freue ich mich schon sehr. So, kleines Update zum Abnehmen. So, kontrolliert haben wir auch. Mir gefällt das gut. Ich habe schon wieder Nachrichten bekommen. Die gucke ich mir eben an. Das ist bestimmt die liebe Lisa. Und wir machen weiter mit den Augenbrauen. Da brauche ich unbedingt bald einen neuen Augenbrauenstift. Ich habe ja den von Catrice. Ich suche ihn gerade, weil er ist so klein. Ich habe den auch hier drin. Der ist so klein, dass das immer einen Moment dauert, weil der verschwindet zwischen all den anderen Sachen immer. Jo. Also ich brauche erstmal einen Spoolie. Dann brauche ich mein... Ah, ich habe ihn gefunden. Der ist nämlich mittlerweile so klein geworden. Und dann habe ich noch so ein Augenbrauengel von Catrice mir neulich gekauft. Wo ist es? Hier. Und das benutze ich auch. Es soll halt einfach alles so ein bisschen mehr in Form halten. So, da brauche ich aber einen Spiegel dafür. Da kann ich jetzt nicht über die Kamera das machen wie beim Konturieren. Und dann bürste ich mir die Härchen erstmal so ein kleines bisschen in Form. Dann nehme ich eben, wie gesagt, oh, den Augenbrauenstift von Catrice. Und ich habe jetzt zum Glück das Glück, das ist ein wunderschöner Satz, dass ich jetzt nicht Riesenlücken in den Augenbrauen habe oder so. Das heißt, ich muss halt nur so ein bisschen auffüllen. Neulich meinte jemand, das musst du gar nicht, deine Augenbrauen sind auch so schön, das fand ich süß. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich da irgendwie vollständiger, wenn ich mich schminke und dann meine Augenbrauen gemacht habe. Auch wenn das jetzt wirklich nicht viel ist, meine Augenbrauen sind auch weitaus nicht perfekt, die sind unterschiedlich und keine Ahnung was, aber man muss halt arbeiten mit dem, was man hat, ne? So, und das war's auch schon. Dann gehe ich nochmal mit diesem Spoolie, der dazugehört, da tue ich, meine ich. Und da sieht man, glaube ich, dass die, ach, die ist viel schöner als die. Die muss eigentlich so weiter hoch. Und dann nehme ich mir das Augenbrauengel von, nicht Gel, Fixing Brow Wax von Catrice. Das kommt in so einem Teil, das sieht ein bisschen schmandig aus, vom Augenbrauenstift eben. Und gebe mir das über die Augenbraue erstmal. Und dann nehme ich mir nochmal den Spoolie von eben und kämme die nochmal so in Form. So, ne? Ich habe das neulich schon bei Snapchat mal angesprochen, wegen Karneval. Es ist ja im Moment ziemlich viel los in der Welt. Bomben, Drohungen am Münchner Hauptbahnhof, an Silvester, Übergriffe in Köln am Bahnhof und so weiter. Ja, ich wollte eigentlich Karneval in Köln feiern. Jetzt ist die Frage, ob wir das machen. Ich weiß es nicht genau. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil, ja, so gerade Massenveranstaltungen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mal gucken, wie das so ablaufen wird. So, die Augenbrauen haben wir auf jeden Fall auch. Jetzt machen wir uns an die Wimpern. Ich benutze im Moment für die Wimpern 3 verschiedene Wimperntuschen. Und zwar zum einen die I Like Long Lashes Mascara von Essence. Dann die The Real Mascara von Benefit, die war ja mal in der Cosmopolitan. Und dann benutze ich noch von Maybelline die The Falsies Push-Up Drama Mascara. Und das ist der Overload an Mascaras. Aber irgendwie funktioniert das für mich im Moment. So, ich beginne damit, erstmal meine Wimpern mit einer Wimpernzange zu biegen. Pinsel auf den Wimpern, was soll das denn? Als erstes nehme ich die Falsies Push-Up Drama Mascara von Maybelline. Ich finde, die ist ein bisschen zu flüssig. Hm, vielleicht muss man da noch ein bisschen warten, bis die besser wird. Und gibt mir die als erstes auf. Dann nehme ich mir die von Essence. Mache erstmal meine unteren Wimpern. Und gehe dann mit der restlichen Tusche, die noch drauf ist, über die oberen Wimpern. Oh Gott, ist das überhaupt jetzt gerade scharf?
I don't know. Werden wir nachher sehen. Versuche da noch so ein bisschen zu drehen dabei. Also ich habe leider keine Vermi New Face Wimpern. Die brauchen immer sehr viel Arbeit und dann gefallen sie mir meistens doch nicht so. Naja. Und als allerletztes gehen wir noch mit der The Real Mascara darüber. Und haben dann dieses Ergebnis. So. Das gleiche mache ich eben noch auf der anderen Seite und dann sehen wir uns gleich wieder. Was ich auch manchmal noch mache, ich bin noch nicht fertig, ist, dass ich dann den Bogen der Wimpernzange nehme und das alles noch so ein bisschen nach oben drücke, während die Wimpern trocknen. Es gibt manchmal sage ich, weil es nicht immer so klappt, wie ich möchte, noch ein bisschen mehr Schwung, weil die eben dann in der Position quasi trocknen. So, die Augen hätten wir auch geschafft. Als nächstes werde ich Highlighter verwenden. Welchen? Which one? Und zwar nehme ich da heute mal von NARS ein. Oh Gott, der ist total eingeschmandet. Das tut mir sehr leid. Warte, ich mache ihn ein bisschen sauber, damit er nicht ganz so schlimm aussieht. Von NARS. Und zwar ist das Albatross. Der sieht so erstmal ganz weiß aus, aber ich hoffe, ihr könnt das dann gleich auf den Wangen sehen. Ich habe ja den BH Cosmetics Fan Brush, die Nummer 16, gekauft. Wir probieren das mal damit. Und den gebe ich hier auf. Hier so sehen. Ich glaube, da kann man es gerade ganz gut sehen. Der ist nämlich unfassbar schön. Der sieht eben sehr weiß aus in der Verpackung, aber wenn man ihn aufträgt, bekommt er so einen tollen Goldton. Und das mag ich gerne. Und ich übertreibe es ein bisschen heute mit Blush. Mit Highlight, aber was soll der Geiz? So, dann brauchen wir nochmal so einen Blendepinsel von Evelyn, wenn ich ihn finde. Und noch zwei. Wo ist denn der zweite? Ah, hier. Nein, doch nicht. Da. Nicht, dass wir jetzt den nehmen, mit dem wir gerade eben bitter aufgetragen haben. Ich nehme nochmal so einen und gehe nochmal in NARS Albatross. Findet ihr auch, dass es NARS in Deutschland geben sollte? Ich glaube, ich würde mir viel eher Produkte davon kaufen, wenn ich die testen könnte. Weil so im Internet ist halt immer ein bisschen schwierig. Und das gebe ich mir so ein bisschen noch auf die Nase auf. Kleines bisschen hier. Kleines bisschen im Innenwinkel. Und ein kleines bisschen unter der Augenbraue. Und als Blush nehme ich heute von Flormar aus der Lights of Flowers LE diesen wundervollen Blush, den ich von meiner lieben Freundin Ciem geschenkt bekommen habe. Und als Pinsel nehme ich von BH Cosmetic ein und gehe da auch ordentlich rein. Ich finde, der gibt so eine schöne Frische auf den Wangen. Und darum mag ich den besonders gerne. Ich fange meistens hinten an und gehe dann so nach vorne, dass eben hinten das meiste Produkt ist, das dann zwar auch nach vorne gezogen wird, aber eben verstärkt hinten ist. Einfach, weil ich so ein rundes Gesicht habe und wenn ich das hier hin mache, dann habt ihr hier so ein Bollen und das betont die Rundheit des Gesichts noch mehr, habe ich das Gefühl. So, da geht noch mehr. Das hätten wir. Und jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die Lippen und ich weiß nicht genau, was ich tragen werde, weil irgendwie
habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Und als Lippenstift nehme ich dann einen dieser Color Drama Lippenstiftteilen von Maybelline. Und das ist die Farbe Pink So Chic. Und dann nehme ich mir einen kleineren Spiegel, weil dieser große von der Decay-Palette ist unpraktisch. Man könnte da jetzt auch noch einen Lip Liner drunter packen, aber darauf verzichten wir jetzt heute mal. Und das ist der Lippenstift auch getragen. Und das war's auch schon von mir heute. Ich hoffe, das kleine Get Ready With Me hat euch gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich meine Haare noch aufmachen, damit das so am Ende irgendwie eine größere Veränderung gibt. Gucken wir mal, was die heute so für Wachsen machen. Ach, geht eigentlich, ne? Kann man machen. So, und das ist der fertige Look. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit mir. Mal ein bisschen was mit Quatschen, nicht immer dieses ich lasse es schnell durchlaufen mit Musik. Hatten wir jetzt echt schon lange nicht mehr, habe ich das Gefühl. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir hören, sprechen, schreiben uns ganz bald wieder. Und ich sage einfach mal bis dann. Tschüss!